Ich war natürlich total überrascht. Jens Schulze, das war mein früherer Zeitgenosse, der hat mir erstmal geschrieben über WhatsApp, was da passiert in Austin, Texas. Dann habe ich erstmal in Ruhe gefrühstückt und habe erstmal nachgeschaut, welche Leistungen er denn gebracht hat und ob es tatsächlich wahr ist. Und ja, also diese fantastische Leistung hat mich dann letztendlich unglaublich gefreut. Wir brauchen junge Leute, wir brauchen Zehnkämpfer, die diese Königsdisziplin nach vorne bringen. Und gerade so eine Verbesserung des deutschen Rekordes bringt ja insgesamt wieder ein positives Licht auf die Leichtathletik. Nein, also von Enttäuschung kann man nicht sprechen. 40 Jahre hätte man vielleicht geknackt, aber ist im Grunde genommen, ist es Makulatur, jetzt darüber zu reden. Damals habe ich den Weltrekord aufgestellt mit 8.832 Punkten. Und der Leo Neugebauer hat in Texas, in Austin, Texas, anlässlich der College-Meisterschaften diesen um 4 Punkte verbessert. Da bin ich natürlich erstmal unheimlich stolz. Also erstmal muss man natürlich verletzungsmäßig aufpassen, dass man eben durch die Euphorie sich nicht überschätzt. Also dass man seine Leistung zunächst einmal ein bisschen konserviert, nochmal neue Kraft schöpft und vor allen Dingen gesund bleibt. Und ich traue ihm tatsächlich zu, bei seiner Veranlagung, das kann man ja sehen, er ist sehr athletisch, er ist sehr schnell, also über 100 Meter 10,61, das sind alles Voraussetzungen, um tatsächlich mal die 9000 Punkte zu knacken im Zehnkampf. Lieber Leo Neugebauer, ich möchte dir meinen größten Respekt zollen. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen. 39 Jahre hat es gedauert, bis mein deutscher Rekord verbessert wurde. Ich finde es toll, dass so junge Leute wie du als Vorbilder jetzt auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Budapest nach vorne gehen und dass insgesamt die Leichtathletik mit euch beiden, mit dir und natürlich mit Niklas Kaul, auch die nötige Aufmerksamkeit bringt, damit diese fantastische Sportart wieder nach vorne kommt. Weiter so, alles Gute!